Einst gab es einen mächtigen Krieger, der die Länder durchstreifte und dafür bekannt war, dass er Drachen mit seinem mächtigen Schwert erbarmungslos tötete. Vielerorts war er bekannt als der Bastablader. Über seine Beweggründe oder seine Motivation dahinter ist leider nichts bekannt. Vielleicht wollte er einfach nur der stärkste Krieger werden, was ja ein sehr oft aufgegriffenes Thema in vielen Animes ist. Das Töten von Drachen wäre daher definitiv zielführend, da sie fast immer als unbesiegbar gelten. Wie sein Effekt schön umschreibt, wurde er mit jedem weiteren Drachen, dem er entgegentrat oder den er tötete, stärker. Das lag daran, dass er ein ausgezeichneter Handwerker war und mit den Überresten der besiegten Drachen seine Ausrüstung verbesserte. So wurde er mit der Zeit zu Bastablader, dem Zerstörungsschwertmeister. In seinem Karteneffekt fehlt hier jetzt aber jede Spur von Drachen. Nun konnte er die Überreste all seiner gefallenen Gegner in seine Ausrüstung und seine neuen Waffen integrieren, die effektiv gegen jeden Gegner des gleichen Typs oder der gleichen Rasse war. Auf einer seiner unzähligen Missionen begegnete er einem Bastardrachen und dessen Nachwuchs. Das war für den Bastablader aber nicht sofort ersichtlich. Vermutlich dachte er, dass der kleine Drache die Beute des Bastardrachen war, was ich ihm aufgrund des komplett unterschiedlichen Aussehens nicht mal verübeln kann. Ich meine, seht euch das kleine süße Ding mal an. Und auch die ausgestrahlte Aura der beiden hätte unterschiedlicher nicht sein können. Das zutiefst Böse und die pure Unschuld. Es gelang dem Bastablader, den Bastardrachen so weit zu schwächen, dass er den Welpen mit sich und in Sicherheit bringen konnte. Auch wenn er ein erbarmungsloser Drachentöter war, so konnte er einen unschuldigen Welpen nicht einfach töten, egal ob Drache oder nicht. Und so geschah es, dass der Bastablader den kleinen Welpen nicht als Feind ansah, sondern vermutlich das erste Mal in seinem Leben eine andere Kreatur als Begleiter und mit der Zeit sogar als seine Familie betrachtete und sich um ihn kümmerte. Er nahm den kleinen Welpen also mit auf seine Missionen und trainierte ihn. Der Bastablader erschuf viele weitere Waffen aus den Überresten seiner besiegten Gegner und unterwies auch den kleinen Welpen im Umgang mit jenen Waffen. Der kleine Welpe wuchs heran und wurde stärker. Wie die steigenden Werte und Stufen der Karten Zerstörungsschwert des Drachenbusters, Zerstörungsschwert des Zaubererbusters und Zerstörungsschwert des Roboterbusters zeigen. Doch mit der Zeit und mit den Kämpfen veränderte sich auch das Gemüt des kleinen Drachen. Und immer öfter umschloss ihn eine dunkle Aura. Auch sein Fell wurde zunehmend dunkler. Der Ursprung dieser Transformation lag bereits im ersten Schwert, das der kleine Welpe erhielt, dem Zerstörungsschwert des Drachenbusters. War er zuvor noch ein Lichtmonster, hatte er hier bereits das Attribut Finsternis. Ich könnte mir vorstellen, dass die Überreste, die der Bastablader in seine Waffen integrierte, die Essenz der Seelen der gefallenen Gegner enthielt und die Waffen dadurch erst so richtig mächtig wurden. Diese Essenz führte dann wahrscheinlich zu der schleichenden Korrumpierung des kleinen Drachen, die dann damit endete, dass der Welpe zu einem voll ausgewachsenen Bastardrachen wurde. Ab diesem Augenblick realisierte der Bastablader, dass es sich um die gleiche Spezies handelte, vor der er damals den kleinen Welpen, so glaubte er zumindest, gerettet hatte. Doch er war auch davon überzeugt, dass ihn der kleine Drache durch ihre innige Bindung zueinander weiterhin unterstützen und ihm loyal bleiben würde. Was auch Sinn macht, wenn man sich den Effekt des Bastardrachen anschaut. Dieser unterstützt nämlich den Bastablader beim Kampf, indem er ihn mit einem Zerstörungsschwert ausrüstet. Doch durch die immer weiter wachsende Dunkelheit im Bastardrachen kam es schlussendlich, wie es kommen musste, und er stellte sich gegen ihn. Bastablader versuchte, die Geschehnisse zu begreifen und seinen Freund zu retten, doch dafür war es bereits zu spät. Der Bastardrache lief Amok und drohte alles um ihn herum zu zerstören. Er hatte keine andere Wahl mehr, als gegen seinen alten Freund zu kämpfen. Und nach einem langen und harten Kampf besiegte er den Drachen schlussendlich. Der schwer verletzte Körper seines ehemaligen Gefährten lag vor ihm. Und Bastablader sah ihre gemeinsame Zeit und ihre gesammelten Erinnerungen vor sich. Dies ließ ihn weiter daran glauben, seinen Freund irgendwie retten zu können. Als er sich zu ihm hinunterbeugte und versuchte, ihn zu erreichen, verschwand die Dunkelheit, die den Drachen so lange umgab, und sein weißes Fell kam wieder zum Vorschein. Doch Bastablader erkannte auch, dass das Leben aus seinem Begleiter wich und dies seine letzten Momente mit ihm sein würden. Doch er würde seine Überreste bestimmt nicht als Trophäe an seiner Rüstung missbrauchen. Sie würden zusammenbleiben, koste es, was es wolle. Also brachte Bastablader all seine verbliebene Kraft auf, um in den letzten Augenblicken seines Freundes ihre beiden Seelen miteinander zu verschmelzen.
Und so wurden sie zu Buster Blader, dem Drachenzerstörer Schwertkämpfer, einem Krieger von unvorstellbarer Macht. Dieser hatte nun tatsächlich die Fähigkeit, andere Drachen zu kontrollieren, wie aus einem Effekt hervorgeht, dass alle Drachen des Gegners in die Verteidigungsposition gewechselt werden und sie ihre Effekte nicht aktivieren können. Doch die Zeit des sinnlosen Tötens, um stärker zu werden, war vorbei. Buster Blader war nun ein Krieger des Lichts und der Hoffnung, unter anderem dargestellt durch den Attributswechsel von Erde auf Licht. Und stets treu an seiner Seite, um ihn auch weiterhin zu beschützen und ihm zu helfen. Sein bester Freund, der Geist des kleinen Buster-Welpen. Und das war sie, die Geschichte des Buster Bladers. Eine Frage, die sich mir noch stellt, ist, ob der kleine Welpe grundsätzlich immer zum Buster-Drachen und quasi böse werden würde, oder ob man seine Entwicklung auch dahingehend beeinflussen könnte, dass er auch ein friedlicher Drache bleibt. Bis wir aber nicht eine erwachsene Lichtversion des Buster-Welpen erhalten, bleibt diese Frage offen. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zusehen und möge das Herz der Karten euch leiten.